So, willkommen zu einer neuen Folge. Pokémon Go. Nein, die Mama regt sich immer noch auf über die letzte Folge, die wir direkt davor gedreht haben. Aber jetzt ist sie hat ihren Frust abgelassen, denn willkommen zurück zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir möchten heute mal Soda probieren. In Dosen, in schwarzen Dosen. Ich weiß gar nicht, wo das her ist. Solo da Ranze Italiane, ne? Ein richtiger Ranzen aus Italien. Möchte ich euch hier wieder zeigen. Auf dem Brettchen, das sind auch wieder drei Dosen. Das ist nämlich Mojito-Soda, Lemon-Soda und Orang-Soda. Nicht Orang-Utan, aber Orang-Soda. Das schiebe ich jetzt wieder rum. Das zeige ich euch jetzt wieder von meiner Seite aus. Ich frage mich, warum diese drei Sorten? Ich meine, Zitrone, Orange, ist ja klar. Eigentlich gibt es ja immer von jeder Limo oder irgendwas, gibt es ja, aber enthält Fruchtfleisch auch noch. Auch ohne Konservierungsstoffe. Enthält Fruchtfleisch, also es gibt Zitrone, es gibt Orange, aber es gibt Mojito. Mojito ist das, was wir letztens schon mal hatten. Bei diesen Bomber Energy Drinks. Wie gesagt, Verbalinsee, Ach Cocktails, so, Mojito. Mojito, Das klingt wie Moschito. dieses, wo du da die ganzen, Da krieg ich aber keinen Stich. enthält Fruchtfleisch, Fleisch, enthält Fruchtfleisch, jetzt wisst ihr, das ist gar nicht, steht das jetzt überall falsch drin? Nee, da steht Fleisch. Was steht hier? Fleisch. Ich wollte schon sagen, Mojito ist doch eher Kräuter. Kräuter sind doch kein Fleisch. Aber es sind ja auch nur Fleisch statt Fleisch. So. Wir fangen trotzdem mit dem Mojito an, weil ich glaube, so vom Geschmack ist das wieder das Schlimmste. Ich mag einfach kein Mojito. Wenn ihr Mojito mögt, dann Prost Mahlzeit. Könnt ihr euch das ja gerne mal gönnen. Ich glaube, einer hat auch letztens irgendwo mal geschrieben, du musst mal diese Dosen Soda probieren, wo ich gesagt habe, jo, die habe ich schon zu Hause, die muss ich nur irgendwann mal noch testen. Wir fangen also an mit dem Mojito, sieht wieder Oh, aus wie der weiß. Spülmittel, ne? Das ist sehr gut. Bitte schön für dich. Man könnte denken, das ist Kokos oder irgendwas. Ja, vielleicht ist es Kokos. Sehr trüb. Ich Aber wenn weiß ich nicht, jetzt was schon das weiß, dass ist. da hier so eine Kräuterfahne rüberkommt. Pfeffi, okay, aber Mojito. Ja, egal. Mal gucken. Oh. Muss ich aber sagen, gerade durch das Mir Fruchtfleisch. schmeckt wie Zitrus. Das schmeckt wie die Mentos, die du dabei hast, die Mentos Spearmint. Und ja, ein bisschen Zitrus, ein bisschen noch so nach Limette irgendwas und Ja, da gab es doch zu DDR-Zeiten auch mal so eine Limonade. Bitterlemon. Naja, Bitterlemon. Ich finde auf jeden Fall, der Bomba Mojito in dieser Glasflasche, was aussah wie eine Granate, war nicht so gut. Na gut, also das Da ist finde ich schon, den eigentlich ja, angenehmer, so eigentlich. als Muchte, als Mojito. Aber wir haben ja jetzt Doch, der schmeckt mit eigentlich. richtigem Fleisch, haben wir ja trotzdem noch Limone und Orane. Also probieren wir jetzt Zitrone, weil ich finde trotzdem, die Leute trinken mehr Orange als Zitrone, auch von Limos, auch von Fanta. Jeder Ach, kennt Fanta Orange. ich Keiner nicht. trinkt Fanta Zitrone, obwohl es sie ja auch gibt. Deswegen machen wir jetzt die Zitrone auf, füllen wieder hier in den kleinen Homer einen Schluck. Guck mal, es ist Sieht genau genauso dasselbe. aus. Wahrscheinlich haben sie einfach unten drei Dosen hingestellt und das kommt alles aus dem. Ich muss ja nochmal so. Seht ihr? Es ist genau das gleiche. Jetzt schmeckt es im Prinzip genauso, weil das eben war ja auch schon ein bisschen säuerlich. Limette wahrscheinlich und Limette, Zitrone, die sind ja auch irgendwo verwandt. Boah. Wenn die Orange dann auch noch so aussieht, dann wissen wir Es schmeckt Bescheid. wirklich so ähnlich. Gut, dann probieren wir mal, nehmen wir einen großen Hieb. Hast du verkehrte Dose genommen? Schmeckt wirklich auch so, oder? Da habt ihr aber Also. diesen Limettengeschmack, der bei dem Mojito war, Ja. habt ihr hier direkt im Vordergrund und dann danach ist nichts mehr. Genau. Während bei dem Mojito habt ihr den Lemon-Geschmack und danach kommen plötzlich noch so ein paar Kräuter, ne, wie Naturin, wenn er im Wald unterwegs ist und isst die Bäume auf. Das habt ihr hier halt drin, das ist halt typisch für Mojito. Das heißt, der und der, die sind im Prinzip dieselben, aber bevor ihr den trinkt, könnt ihr auch den trinken, habt ihr noch eine Überraschung hinterher.
Aber dieses Säuerliche auf die Dauer ist, glaube ich, trotzdem nichts. Ich glaube, wenn jetzt wirklich da eine ganze Dose so trinkt, ein Schluck ist mal erfrischend, mal was anderes. Ja. Man sagt immer, sauer macht lustig. Wenn ich eine Zitrone bei meinem Schnitzel drauf liegen habe, mache ich die mir ja auch drauf, esse die ja. Wenn ich jetzt den ganzen Tag Zitrone essen würde, zieht sich mir einfach alles zusammen. Wir haben jetzt aber wieder das Beste zum Schluss, hoffe ich. Ich versuche es mir immer so zu ordnen, wie ich denke, dass es gut ist. Die Mama passt sich eh an, die hat ja keine eigene Meinung. Der ist meistens eh alles egal, deswegen checken wir uns mal hier Nee, ich die. habe nur einen anderen Geschmack als du. Ach Wow, so, das sieht schon ja. wieder aus wie Zitrone. Ach Quatsch, wie Orange. Orange. Das sieht aus, wie wenn ich mir hier meine Brausetabletten. Da ist, schwimmt Glaube ich, mache irgendwas. ich bestimmt Da nicht. schwimmt irgendwas drin rum. Das sieht man aber nur, wenn man oben reinguckt. Aber wenn ich das jetzt schwätze, dann fällt alles raus. Das sieht gut aus. Da sind bestimmt Farbstoffe mit drin. Original, dass das schön gefärbt ist. Ich mag Jetzt keine habt ihr also Farbe. noch den Oransoda. Ich hoffe, das ist besser als der Rest. Nicht so Oh nee, für sauer, mich nicht. eher fruchtig. Nee, für mich nicht. Die Mama ist schon am Nee, mir schmeckt Übergeben. das nicht. Nee. Ich mag das einfach nicht. Ich mag nicht diesen Orangengeschmack. Ist doch vollkommen korrekt. Nee, ich Du bin weißt nicht. ja, dass ich die für mich alleine habe. Gerade was bei Zitrone noch säuerlich war und richtig gebrannt hat, ist hier eigentlich zart. Es schmeckt wie ein süßer Pappkarton. Ja, aber deswegen mag ich es auch nicht. Aber es ist nicht so aufdringlich, finde ich. Ich finde, das ist wirklich was. Ich kann jetzt nicht sagen, von allen sechs Sachen, weil die anderen drei Sachen waren ja in einem extra Video. Von allen sechs Sachen würde ich das hier zur Erfrischung eher trinken. Ich merke hier auch die Kohlensäure nicht so sehr. Das schmeckt wirklich fast wie ein Orangensaft mit ein bisschen Wasser verdünnt. Während bei allen anderen Sachen die Säure von der, also die Zitronensäure und die Kohlensäure zusammen einfach nur doppelt Säure gemacht haben. Und hier habt ihr, ja, abgestandenes süßes Wasser. Und das ist doch so Ja, vollkommen ich hab okay, dann wenn man das lieber ein so bisschen macht. herb, so da. Das Sie ist trinkt nicht lieber Bier, da habt ihr es herb. gehört. Was ist denn herb? Na, Gib doch herb herb und vom. säuerlich halt von diesem Herb und säuerlich. Ich Zitrone und dachte, so das sind zwei weiter. verschiedene Dinge. Ja, aber säuerlich halt ist mir lieber. Ich trinke ja auch lieber Bittertonic oder sowas. Oder Ginger Ale, aber das ist Oder, ja nicht ja, bitter. Ginger Ale, nee, Ginger Ale ist süß, trotzdem. Kennt ihr die auf jeden Fall? Habt ihr die auch schon mal probiert? Hier diese Soda-Varianten. Ich glaube, die waren sogar auch aus dem Kaufland, wenn mich nicht alles täuscht. Hier extra mit dieser italienischen Flagge drauf, mit den Farben. Schwarze Dosen sind auf jeden Fall auffällig. Sind Soda-Varianten. Mojito, Lemon, Oran. Ich gönne mir jetzt das Oran noch. Der Mama gebe ich dann die Limone und Mojito, damit die heute wach bleibt und nicht wieder einschläft. Das war es jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Du hast das für die Kamera übernommen? Ja, muss ich ja. Alles für die Kamera.